shake it down. Moin, beste Community auf der ganzen Welt, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch. Und ich möchte mich erstmal bei allen Beteiligten, die dabei waren, mich wirklich herzlich bei euch bedanken, dass ihr so geil mitgemacht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir dabei zu helfen. Ist, glaube ich, ein richtig fettes, geiles Video daraus geworden. Also ich hoffe, es gefällt euch natürlich. Und mir hat es richtig Spaß gemacht. Also das müssen wir auf jeden Fall öfters machen. Also ich habe richtig Bock drauf. Richtig geil auch, dass halt wirklich keiner aus der Reihe getanzt ist. Wirklich heftig, heftig, heftig. Das hat mir einfach bewiesen, dass ihr einfach die beste Community auf der ganzen Welt seid. Also Jungs, ganz ehrlich, es ist Hammer. Ich bin so gehypt von euch und fettes Danke an den ganzen Support und die Unterstützung, die mir die letzten Wochen und Monate gegeben habt. Ich stehe jetzt kurz vor den 4000 Abos und es macht richtig Spaß und wirklich geil von euch, dass ihr da so mitgemacht habt. Da möchte ich auch die Leute grüßen, die heute leider keine Zeit hatten und nicht gekommen sind oder was anderes vorhatten. Gedanklich war ich natürlich bei euch und vielleicht wart ihr auch bei mir, weiß ich ja nicht. Und nochmal fettes Shootout an dich, Dizzler, Whistler, Nizzle, Dizzle, Whistle. Schade, dass du heute nicht dabei gewesen bist, aber wie ich gesagt habe, fette Grüße an dich. Der Link zu seinem Kanal ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, ganz oben ist ein guter Kumpel von mir, auf jeden Fall mal auschecken. Und jetzt noch ein fettes Shootout an Bakura Darkness, weil er steht kurz vor seinen 1000 Abonnenten. Also Jungs, er macht auch sowas, wie ich eigentlich mache oder heute gemacht habe. Ihr könnt auf jeden Fall mal ihn auch besuchen. Lasst ein Abo da, der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Schaut bei ihm vorbei, er steht kurz vor seinen 1000 Abonnenten und es wäre doch geil, wenn wir es gemeinsam schaffen würden, ihn auf die 1000 Abonnenten raufzubringen. Die anderen Leute werde ich nachher alle nach dem Video erwähnen, weil es sind, glaube ich, 30, 40, 50 Stück, die ich erwähnen möchte. Und bevor es jetzt zu lang geht, bevor ich euch den Glitch zeige, würde ich euch bitten, kurz noch zu warten, wie ich euch den Glitch zeige. Ich bin ganz nervös, Jungs. Und dann erwähne ich natürlich alle namentlich. Ich hoffe, ich spreche die Namen nachher auch richtig aus. So, ich fange jetzt einfach mal ganz kurz an, den Glitch zu euch zu erklären. Und zwar, ihr müsst mit einem Fahrrad oder mit einem Motorrad hier an diese Stelle fahren, wo ich euch jetzt gerade mal auf der Karte zeige. So, genau hier. Und dann müsst ihr das einfach so, wie wir das im Video gemacht haben, einfach mit dem Fahrrad oder Motorrad Vollgas gegen das Netz fahren, sodass ihr quasi vom Fahrrad runterfällt. Und dann backt ihr euch da im Netz rum hin und her und es sieht richtig lustig aus. Also ich weiß, ich habe den Glitch schon, glaube vor einem halben oder dreiviertel Jahr oder sogar ein Jahr hochgeladen. Nur es hat einfach damals keine Sau sich für den Glitch interessiert. Keine Sau hat sie ihn angeschaut. Also muss ich echt sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich finde den Glitch so mega geil und so lustig eigentlich auch. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das mit euch zusammen und zeige den Glitch nochmal. Der Founder von dem Glitch ist, keine Ahnung, also ein Kumpel von mir, damals aus der Herzcrew, oder der ist immer noch in der Herzcrew, hat ihn mir damals gezeigt. Ich weiß nicht, woher er ihn hat. Ich habe ihn auf jeden Fall bei YouTube davon noch nie gesehen. Also gehe ich mal davon aus, dass mein Freund der Founder ist. Ob er ihn selber rausgefunden hat oder ob er ihn irgendwo gesehen hat, weiß ich leider nicht. Aber meines Wissens war ich damals auch der Erste, der ihn hochgeladen hat. Das macht mich vielleicht zum Second Founder. Nee, keine Ahnung. Scheißegal, wer der Founder ist. Ihr könnt natürlich auch nachmachen, auf eurem Kanal zeigen. Habt auf jeden Fall Spaß daran. Und ich möchte mich jetzt erstmal bei allen Leuten bedanken, die da jetzt mitgemacht haben und tatkräftig mich da unterstützt haben. Und das ist einmal der Agent 00 Danny 7, genauso wie der Agent 00 Tim 7. Beide haben sehr geile Namen. Der Tim war ja letztes Mal schon dabei. Auf jeden Fall geil, dass du wiedergekommen bist. Dann grüße ich den Tech Alive, den Bonecrasher 0987, Kernchen 152, X, Heek, Air for Life oder Heeker, HKR, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Für die Leute, die ich jetzt falsch erwähne in den Videos, tut mir wirklich leid. Also, ne, ist jetzt keine Absicht, aber manche haben so skurrile Namen, dass ich es einfach nicht aussprechen kann. Dann möchte ich noch grüßen den Mori 2009, Hase 701, Lessandrio Pan 0 oder so. Dann der Nedal Habibi, Markus Achse 88. Diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Ich habe da echt Probleme mit deinem Namen. Warst du jetzt auch schon mehrmals dabei oder zwei oder dreimal dabei? Dann natürlich Lollimods, Pascal XX345, den Freddy Racer 007. Auch cool, dass du wieder dabei gewesen bist. Natürlich Bakura Darkness, fettes Shootout an dich auf jeden Fall. Dann den XX Ardil, Boran XXX, dann Skiller Kebab. Schade, dass du bei dem Capture nicht dabei sein konntest, aber wir haben ja dafür dann nach deinem Rennen gemacht, ne? War doch auf jeden Fall lustig, fand ich. Dann Meister Yoda 331 war auch schon das zweite Mal dabei, sehr geil. Dann Lemert 2822 war auch schon mit dabei. Black Sword HD. Dann Harry
Unterstrich 1 Unterstrich, auf jeden Fall geil. Also du bist, glaube ich, so ein Standardkandidat. Freue mich auf jedes Mal, wenn du dabei bist. Dann der Markus 12379. Geiles Outfit übrigens, das du anhattest. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dann The Nikki 13 KD03 11 2000. Nick Jo, der Hannes Unter, Leandro 0211, Alex Play 107, Markus XD 666, die Zahl des Teufels. Dann natürlich auch ein sehr lustiger Name, ich fege nur. Dann der Pet the One, Smorax, Nivan Boss 62 und der Crack 47, der am Schluss noch dazu kam. Falls noch irgendjemand dazu kam, den ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, oder ja, währenddessen in die Sitzung mal kam und wieder kurz rausgegangen ist, habe ich vielleicht nicht mitbekommen. Die Leute, die dabei waren, haben gesehen, dass es übelst abgespackt ist, die Sitzung, weil zu viele Leute, glaube ich, auf einem Feld waren. Und dadurch ist mir vielleicht der eine oder andere irgendwie entgangen. Für die Leute, die ich nicht erwähnt habe, es tut mir leid, ist jetzt keine Absicht. Ich habe leider auch nicht alle am Schluss dann nochmal aufschreiben können. Auf jeden Fall, es war auf jeden Fall richtig geil, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir machen das bald wieder. Und ich mache das halt auch wieder so ein Ankündigungsvideo, damit ihr genau Bescheid wisst, um wie viel Uhr, was ihr machen müsst. Ja, und das Ganze hat ja super geklappt bei den meisten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Video. Und helft mir, dass ich die 4000 Abonnenten kriege. Das könnt ihr am besten machen, indem ihr meine Videos irgendwelchen anderen Leuten teilt. Bei Facebook, WhatsApp, euren Freunden zeigt, was weiß ich. Ne? Also Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein. Ciao.